Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu diesem neuen Brawl Stars Video hier auf meinem Kanal, Leute. Ja, wie ihr wahrscheinlich schon im Titel gelesen habt, schauen wir uns heute an, welcher Brawl Stars YouTuber den besten Account in Brawl Stars hat. Ja, falls das Video gefallen sollte, lasst euch gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, um auch in Zukunft kein weiteres Brawl Stars Video mehr zu verpassen. Ja, aber würde ich sagen, reden wir gar nicht mehr länger drum rum. Gehen wir direkt drüber in das Video. Okay, meine Freunde, wir sind hier auf jeden Fall auch schon in Brawl Stars und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit YouTuber Nummer 1. Auf Platz Nummer 10 befindet sich der YouTuber Topnex. Ja, und Topnex hat auf jeden Fall momentan 24.907 Trophäen. Ja, sein Highscore liegt bei 25.260. Er hat 2.363 3 gegen 3 Victories, 101 Solo Victories und 1.223 Duo Victories. Wo ist sein höchster Brawler? Sein höchster Brawler ist auf jeden Fall Chessy auf Rang 25 mit 524 Trophäen. Ansonsten, ja, er hat sonst noch ein paar andere Rang 25er. Er hat noch Spike auf Rang 25, Nita, Bo, Frank sogar auf Rang 26, Karl auf Rang 25. Aber gut, man sieht auf jeden Fall, dass Topnex ein bisschen inaktiv geworden ist. Deswegen, meine Freunde, müssen wir uns hier überlegen, wie viele Punkte wir hier auf jeden Fall Topnex geben. Ist wirklich schwer zu sagen, aber ich würde sagen, wir geben Topnex auf jeden Fall mal 7 von 10 Punkte. Wenn wir uns seine Stats auf Brawl Town, also meiner Brawl Stars Stats Seite anschauen, sehen wir, dass Brawl Town ihm immer auch 7 von 10 Punkte geben würde. Deswegen würde ich sagen, meine Freunde, sind wir mit 7 von 10 auf jeden Fall richtig. Schreibt auf jeden Fall auch nochmal unten in die Kommentare, wie viele Punkte ihr den einzelnen Brawl Stars YouTubern geben würdet. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Genau. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zu Platz Nummer 9. Und auf Platz Nummer 9 liegt auf jeden Fall mein Account. Also wenn wir uns hier mal meine Stats anschauen, können wir auf jeden Fall sehen, ich habe momentan 26.000 Trophäen. Ich habe 7.088 3 gegen 3 Victories, 534 Solo Victories, 2052 Duo Victories. Und wir können uns hier auch nochmal meine Brawler anschauen. Mein höchster Brawler ist momentan auf jeden Fall der gute El Primo auf Rang 25 mit 549 Trophäen. Also mein höchster Brawler ist ein bisschen lower als der von Topnex, aber trotzdem würde ich mir hier auf jeden Fall eine bessere Punktzahl geben, weil ich ja hier von den anderen Stats ein bisschen besser unterwegs bin. Ja, deswegen würde ich sagen, ich gebe mir auf jeden Fall auch mal 7 von 10 Punkte, wie eben auch Topnex bekommt. Und ja, Brawl Town würde auf jeden Fall mir 8 von 10 Punkte geben, das heißt, auf Brawl Town wäre ich, wie schon gesagt, auf jeden Fall besser als Topnex. Falls ihr übrigens auch wissen wollt, wie gut euer Brawl Stars Account ist, dann geht jetzt mal auf brawltown.net oder ladet euch die kostenlose Brawl Town App runter. Da könnt ihr auf jeden Fall sehen, wie gut ihr im Brawl Stars seid. Link zur App und Link zur Webseite ist auf jeden Fall unten in der Beschreibung. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Okay, weiter geht's mit Platz Nummer 8. Und auf Platz Nummer 8 ist auf jeden Fall der gute YoJonas. Ich hoffe mal, meine Freunde, dass das auf jeden Fall auch der Account von YoJonas ist, weil er heißt hier auf jeden Fall momentan YouTube Miss Red Rose. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich der Account von YoJonas ist. Schreibt es auf jeden Fall auch nochmal unten in die Kommentare, aber von der ID her müsste es auf jeden Fall sein Account sein. Okay, YoJonas hat auf jeden Fall momentan 29.995 Trophäen. Das heißt, ihm fehlen auf jeden Fall noch 5 Trophäen, bis er wieder 30.000 Trophäen im Brawl Stars hat. Ja, sein Highscore liegt bei 40.000. Das heißt, meine Freunde, er ist einfach 10.000 Trophäen im Minus. Das ist auf jeden Fall echt schon richtig, richtig hart. Er hat 6.455 3 gegen 3 Victories, 1.511 Solo Victories und 2.428 Duo Victories. Ja, sein höchster Brawler ist auf jeden Fall der Crow. Momentan mit 674 Trophäen und Rang 30. Und wenn wir uns hier seinen Account anschauen, sehen wir, dass er echt schon viele Brawler auf Rang 30 hatte. Aber ja, die sind leider alle im Tilt. Also ich weiß nicht, was er hier auf jeden Fall gemacht hat, dass er so viele Trophäen verloren hat. Ja, dementsprechend, meine Freunde, bekommt er hier halt leider auch nur noch eine 9 von 10. Also keine 10 von 10. Ja, hätte er auf jeden Fall mit seinen 40.000 bekommen, aber die hat er halt leider nicht mehr. Brawl Town würde ihm aber trotzdem immer noch 10 von 10 Punkte geben. Ja, wie schon gesagt, hätte er auf jeden Fall mehr Trophäen, dann würde ich ihm auch die 10 von 10 geben. Aber leider ist er momentan schon echt ziemlich, ziemlich krass im Tilt. Deswegen bekommt er von mir nur 9 von 10.
Weiter geht's mit Platz Nummer 7. Und auf Platz Nummer 7 ist auf jeden Fall der YouTuber Lost Basti. Lost Basti hat momentan 38.842 Trophäen. Das heißt, ihm fehlt auch gar nicht mehr so viel zu den 40.000. Ja, sein Highscore lag auch bei 40.102. Ja, dementsprechend hat halt wahrscheinlich auch der Season Reset ganz schön bei ihm reingekickt. Er hat 7.540 3 gegen 3 Victories, 3.061 Solo Victories und 1.090 Duo Victories. Ja, er hat alle Brawler und sein höchster Brawler ist der gute Leon auf 874 Trophäen. Und wenn wir hier seinen Account anschauen, sehen wir, dass er hier auch schon, ja, alle Brawler relativ hoch hatte. Also, er hatte, glaube ich, fast jeden Brawler auf 25 und auch schon einige auf Rang 30. Ja, also er hatte auf jeden Fall jeden Brawler auf Rang 25, außer Eve. Und ihr wisst, meine Freunde, Eve ist auch noch gar nicht so lange im Game. Deswegen, meine Freunde, würde ich auf jeden Fall sagen, dass Lost Basti hier als erster 10 von 10 Punkte bekommt. Ja, und auch Brawl Town würde ihm auch die 10 von 10 Punkte geben. Also Glückwunsch auf jeden Fall. Weiter geht's mit dem guten Clash Games. Clash Games ist auf jeden Fall auf Platz Nummer 6. Ja, und er hat momentan 39.300 Trophäen. Sein Highscore lag auch bei 40.000, so wie bei Jonas. Nur, dass quasi Clash Games sein Highscore eine Trophäe höher war. Also, da hat er wohl ein bisschen mehr gepusht. Keine Ahnung, Mann. Er hat 12.768 3 gegen 3 Victories. Das, meine Freunde, ist richtig, richtig heftig. Ja, und er hat nur 680 Solo Victories. Keine Ahnung, Mann. Warum hat er keine 1000 Solo Victories? Das ist auf jeden Fall die Frage. Er hat 1397 Duo Victories und auch alle Brawler. Und sein höchster Brawler ist momentan die Jessie auf 799 Trophäen. Und er hat leider momentan keinen Brawler auf 1000 Trophäen. Aber er hat ja auf jeden Fall hier Tick schon auf Rang 35, was richtig, richtig krank ist. Da hat der gute Clash Games auf jeden Fall richtig, richtig reingesuchtet. Ja, und auch ansonsten hat er keinen Brawler, der nicht auf Rang 25 war, was auf jeden Fall echt ziemlich, ziemlich strong ist. Deswegen würde ich Clash Games auf jeden Fall auch 10 von 10 Punkte geben. Leider gibt Brawl Town ihm aber nur 9 von 10 Punkte. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, warum Brawl Town Clash Games nicht mag, aber gut. Ich würde ihm auf jeden Fall 10 von 10 geben. Okay, weiter geht's mit Pookie. Ja, Platz Nummer 5 auf jeden Fall. Leider ist Pookie momentan in keinem Club, deswegen konnte ich ihn in Brawl Stars nicht finden. Aber wir können uns hier trotzdem seine Stats auf Brawl Town anschauen. Okay, Pookie hat momentan 42.447 Trophäen und sein Highscore lag bei 43.141. Auf jeden Fall richtig, richtig krass. Er ist Level 193, hat alle Brawler, hat 11.297 3 gegen 3 Victories. Gut, da Clash Games leider noch ein bisschen mehr. Er hat 790 Solo-Victories. Genauso wie bei Clash Games würde mich hier auch mal interessieren, was da los ist, meine Freunde. Wieso hat er auch keine 1000 Solo-Victories? Das ist auf jeden Fall die Frage. Er hat 1116 Duo-Victories. Ja, und hat durchschnittlich 772 Trophäen auf seinem Brawlern, was richtig krass ist. Oh je, da hat er wohl ein bisschen Trophäen verloren. Das, meine Freunde, ist auf jeden Fall auch nicht so toll. Sein höchster Brawler ist auf jeden Fall Eve, hier auf Rang 30 mit Level 11 und 919 Trophäen. Richtig krass. Auch ansonsten hat er, glaube ich, auch jeden Brawler hier auf Rang 25 gehabt, oder? Ja, Mann, jeden Brawler auf Rang 25. Echt schon viele, viele Brawler auf Rang 30. Das ist schon echt, echt heftig. Ja, ich würde ihm auf jeden Fall auch 10 von 10 Punkte geben. Genauso wie es hier Brawl Town eben auch macht. Okay, weiter geht's mit Lukas Brawl Stars. Ja, Lukas war lange Zeit auf jeden Fall in der besten Liste der besten Spieler in Deutschland. Leider ist er da jetzt nicht mehr drin. Ja, das ist ein bisschen schade. Aber gut, Lukas hat auf jeden Fall 44.091 Trophäen, was auch richtig, richtig krass ist. Sein Highscore lag bei 50.005 Trophäen. Ja, Brudi, 50.000, das ist wirklich incredible much. Also, ich weiß auch nicht, meine Freunde, was man tun muss, um 50.000 Pokale zu bekommen. Er hat 19.198 3 gegen 3 Victories, 1.311 Solo Victories und 5.206 Duo Victories. Richtig, richtig krass auf jeden Fall. Sein höchster Brawler ist Eve auf 920 Trophäen. Ja, und er hat echt so ziemlich jeden Brawler auf Rang 30, glaube ich. Ja, hier auch Mr. P auf Rang 35. Richtig, richtig heftig. Hat er irgendeinen Brawler nicht auf Rang 30? Nee, er hatte jeden Brawler schon auf Rang 30. Das, meine Freunde, ist auf jeden Fall echt, echt heftig. Dementsprechend bekommt er auf jeden Fall hier auch 10 von 10 Punkte. Und Brawl Town gibt ihm natürlich auch 10 von 10 Punkte. Also ich würde sagen, dass er das sich auf jeden Fall verdient. Okay, weiter geht's mit Sean Jr. Und er ist tatsächlich momentan Platz 36 in Deutschland. Also dementsprechend, meine Freunde, muss er auf jeden Fall hier schon mal, ja, einer der besten Spieler sein. Er hat 48.529 Trophäen. Sein Highscore liegt bei 49.684, also ein bisschen niedriger als der von Lukas. Aber,
ja, auch nicht so arg viel niedriger. Er hat 17.807 3 gegen 3 Victories, 1542 Solo Victories und 2673 Duo Victories. Er hat alle Brawler und sein höchster Brawler ist auch Eve auf 980 Trophäen. Ja, er hatte hier zum Beispiel auch noch Ems auf Rang 35 und glaube ich, ja, auch fast jeden Brawler schon auf Rang 30 gehabt. Ja, obwohl hier unten fehlen noch ein paar, aber trotzdem kriegt er natürlich hier eine bessere Punktzahl als Lukas, weil er natürlich momentan Platz 36 in Deutschland ist und das schon echt ziemlich krass ist. Dementsprechend bekommt er hier auf jeden Fall, ja, 10 von 10 Punkte und den Platz Nummer 3 in unserer Liste. Auch Brawl Talk gibt ihm natürlich 10 von 10 Punkte. Weiter geht's mit Landi. Und Landi ist momentan Platz 22 in Deutschland. Landi hat 49.346 Trophäen. Sein Highscore liegt bei 51.109 Trophäen. Und er hat einfach ganze 79.890 3 gegen 3 Victories. Imagine einfach, er hat 79.000 Mal 3 gegen 3 gewonnen. Das ist auf jeden Fall echt richtig, richtig krass. Und wenn er noch 110 Mal gewinnt, dann hat er auf jeden Fall die 80.000 3 gegen 3 Victories. Ja, das ist auf jeden Fall echt schon ziemlich, ziemlich krass. Er hat 5.057 Solo Victories und 2.667 Duo Victories. Ja, und ich glaube auch mal, ja, er hat natürlich auch jeden Brawler hier auf Rang 30 gehabt. Und auch sehr, 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 sehr viele Brawler schon auf Rang 35. Dementsprechend würde ich sagen, ist das auf jeden Fall auch ein sehr, 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 sehr verdienter Platz Nummer 2. Und er bekommt hier natürlich auch die 10 von 10 Punkte. Und Brawl Talk gibt die ihm natürlich auch. Okay, dann kommen wir auch schon zu Platz Nummer 1. Und auf Platz Nummer 1, wie könnte es anders sein, ist natürlich der Uncle Mo. Der hat momentan 50.804 Trophäen. Und sein Highscore lag einfach bei 60.272 Trophäen. Imagine einfach 60.000 Trophäen. Er hat auch 51.783 3 gegen 3 Victories, was auch übel, übel viel ist. Er hat 2001 Solo Victories und 2406 Duo Victories. Ja, und sein höchster Brawler ist momentan Eve auf 1040 Trophäen. Ja, und genauso wie Landi hat er natürlich auch jeden Brawler auf Rang 30 gehabt und auch schon echt, echt viele Brawler auf Rang 35. Deswegen bekommt er natürlich hier auch, ja, die 10 von 10 Punkte und Brawl Talk gibt die ihm natürlich auch. Okay, meine Freunde, dann würde ich sagen, soll es das auf jeden Fall auch schon für heute gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne mal einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, meinen Kanal kostenlos zu abonnieren, um auch in Zukunft kein weiteres Brawl Stars Video mehr zu verpassen. Ja, schreibt doch unbedingt nochmal eure Punktzahl unten in die Kommentare rein. Also wie viele Punkte ihr auf Brawl Talk bekommen habt, würde mich auf jeden Fall mal interessieren. Ja, und habt noch einen schönen Tag, spielt so viel Brawl Stars, haut rein und Tschüssikowski, meine Freunde.